Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Zusammen mit der lieben Anka bin ich ja im The Mask Singer Fieber. Ja, die dritte Staffel und die zweite in diesem Jahr läuft jetzt seit letzter Woche und wir beide haben uns einen Tag ausgedacht, der ja die Masken dieser Staffel mit den Büchern, die wir, ja, ich glaube meistens tatsächlich sehr, sehr lieben, so zusammenbringt. Und so sind uns 10 Fragen eingefallen, wir haben die zusammen ausgearbeitet, was mich besonders freut, und wir werden auch diese beiden Videos, denn bei Anka findet ihr jetzt heute auch das Tag-Video. Wir haben diese beiden Videos zusammen gedreht, das heißt, ich stelle der lieben Anka die Fragen und die Anka hat sie mir auch gestellt und darauf freue ich mich besonders, euch so ein bisschen mal ein anderes Tag-Video zu präsentieren. Ja, The Masked Singers, wer es noch nicht kennt, läuft auf ProSieben, es ist die dritte Staffel, die läuft, und wir haben hier verschiedenste bekannte Personen aus Deutschland, bisher glaube ich auch nur in unserer Staffel, die unter wunderbaren Masken verschwinden und dann eben Lieder auf sehr nahe Weise zum Original, aber auch durchaus auf sehr befremdlicher Weise interpretieren und vorstellen. Und dann geht es natürlich so ein bisschen darum, mitzuraten, nicht nur die musikalischen Künste zu bewerten, sondern natürlich auch die ganze Performance, die dahinter steht. Und es sind in diesem Jahr wunderbare Kostüme dabei, tolle Masken und auch von der Jury bin ich sehr froh, dass es einen kleinen Austausch gab, denn diesmal sind Bülent Ceylan und Sonja Zietlow als feste Jury mit dabei, und es gibt immer noch einen Gastjuroren. In der ersten Show war das jetzt Didi Hallervorden, der ja auch im letzten Jahr unter einer Maske steckte. Moderiert wird alles von Matthias Obtenhövel, den ich auch als Moderator sehr schätze und gerne mag, und ich bin begeistert von dieser Sendung. Ich habe die zweite Staffel dieses Jahr im März, April mir angesehen. Ich bin ja sonst nicht der große Fernsehschauer, habe mich aber schon gefragt, wieso eine Musiksendung an mir vorbeigehen konnte, denn sie hat mich wirklich sehr begeistert. Denn Musik regt in mir ganz viel an Gefühl und Emotion und Freude und kann auch schnell ein Bild zeichnen, ähnlich wie es eben auch bei mir Bücher können. Und deswegen ist es sehr schön, dass Anka und ich jetzt gemeinsam diesen Tag uns ausgedacht haben. Es gibt 10 Fragen zu den 10 Kostümen und ich möchte bereits im Vorfeld die Mädels vom Hörgenuss taggen. Das sind einmal Steffi und Sandra vom Buchschnack. Es ist die liebe Christine, die liebe Ruth und auch die liebe Sandra, und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach vielleicht mitmacht, denn die Fragen haben im Grunde ja nichts nur mit der Sendung zu tun, sondern es geht natürlich um Büchern. Und jetzt freue ich mich auf die Fragen von der lieben Anka, die sie mir stellt, und möchte aber auch der lieben Anka noch die Frage stellen, bevor wir mit den eigentlichen Tag-Fragen starten: Auf was freust du dich denn, liebe Anka, in dieser Staffel? Ich weiß, dass du schon alle anderen Staffeln auch gesehen hast, und ich bin super neugierig, auf was du dich besonders in dieser Staffel freust. Hey, meine liebe Steffi, und hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Steffis Kanal. Ich freue mich total, dass ich hier heute mal auf deinem Kanal, liebe Steffi, zu Gast sein darf und dass wir in diesem Tag, den wir gemeinsam entwickelt haben, gleich 2 Leidenschaften von uns miteinander kombinieren konnten. Zum einen ist es natürlich unsere Liebe, unsere Leidenschaft für all die Bücher, die in unseren Bücherregalen stehen. Und zum anderen ist es aber auch unser kleines Fandom zu The Masked Singer. Vergangenen Dienstag ist die neue Staffel gestartet und ich freue mich total darauf, liebe Steffi, in den nächsten Wochen gemeinsam mit dir zu rätseln, zu raten, zu knobeln und mitzufiebern. Ein Moment in der Sendung, der für mich so ganz besonders ist, ist der Moment, in dem der maskierte Promi die Bühne betritt. Man hat ja in den Tagen davor sich schon Gedanken gemacht, man hat sich die Indizien vielleicht nochmal angeschaut, man hat sich die Auftritte nochmal angehört, die letzten, und man fängt an zu raten und denkt, okay, es könnte Promi A oder vielleicht auch Promi B sein. Dann betritt der Promi die Bühne. Es ist kurz leise und dann fängt er an zu singen. Und plötzlich sieht man so das Kartenhaus, das man sich aufgebaut hat mit all den Hinweisen, in sich zusammenfallen. Denn plötzlich klingt die Stimme wieder ganz anders. Das wochenlange Rätseln, Knobeln, der Austausch, den wir untereinander haben und natürlich auch so das bisschen Spionieren auf Instagram und Co. macht mir besonders viel Spaß. Und ich freue mich sehr, liebe Steffi, dass wir die kommenden Wochen da so ein bisschen gemeinsam verbringen werden. Aber gerätselt und geknobelt wird erst heute Abend wieder, liebe Steffi. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Tag, wenn du bereit bist. Frage Nummer 1. Das Erdmännchen, aka Frau Erdmann, die ja mittlerweile sogar zu zweit auf der Bühne steht, verkauft in ihrem Kiosk alles, was es in einem klassischen Kiosk zu kaufen gibt.
Welche drei Bücher wären denn Bestseller in deiner eigenen Buchhandlung, Steffi, weil du sie eben am liebsten empfiehlst? Ja, wer mich natürlich kennt, weiß, dass es nicht einfach um drei einfache Bücher hier gehen kann, sondern ich habe drei Reihen mehr oder weniger auf dem Schoß liegen, beziehungsweise Vertreter der Reihen. Und ich habe mir bei diesen drei Bestsellern im Grunde so ein bisschen überlegt, dass ich verschiedenste Kategorien, Unterkategorien nehme. Und ich habe mich einmal für, ein Urban Fantasy Buch entschieden, und zwar natürlich, ich mache es hier rüber, Harry Potter von J.K. Rowling. Ich glaube, ich muss dazu nichts mehr sagen. Ich liebe diese Reihe. Ich höre sie mittlerweile super gern. Ich habe sie auch in diesem Jahr gereadet, und ich glaube, wenn man Kindern etwas nahe bringen möchte, egal ob es Fantasy ist, ob es Freundschaft ist, ob es irgendwie ein Verständnis zur Welt ist, auch dieses klassische Gut und Böse, dann ist, glaube ich, Harry Potter absolut das Richtige. Und hier jetzt vertretend die Heiligtümer des Todes und eine großartige Reihe, die ich abgöttisch liebe und die ich nicht in meinem Regal missen möchte. Dann müssen natürlich auch die erwachsenen High-Fantasy-Freunde begeistert werden, und wie ginge das besser als, natürlich mit der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien hier, der dritte Teil in meiner Carus-Uraltausgabe, und ich würde auch diese Übersetzung immer wieder vorziehen und empfehlen, und ich finde die ganze tolkienische Welt sozusagen einfach nur großartig, und auch die ganz klassische Heldenreise, die er hier beim Herrn der Ringe verwendet hat, ist wunderbar ausgearbeitet mit im Grunde einer Reise, und wir müssen hier verschiedenste Aufgaben bewältigen, wir begleiten ganz unterschiedliche Truppen, und ich liebe das einfach. Also das ist einfach mein Place to be, wenn ich ehrlich bin. Also wenn es mir mal ganz schlecht geht, verziehe ich mich immer mal wieder gerne nach Mittelerde. Und das darf natürlich nicht fehlen. Und dann dachte ich, mal ein bisschen weg von Fantasy, wobei auch diese Reihe bestimmt ihre Fantasy-Elemente hat, ich aber so eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction nennen würde, und zwar die Passage-Trilogie von Justin Cronin. Eine Reihe, die, obwohl ich sie jetzt glaube ich schon erst vor 3 Jahren gelesen habe, oder sind sogar schon 4 Jahre her, zur Frankfurter Buchmesse ist glaube ich der letzte Band erschienen vor 4 Jahren, als ich das letzte Mal in Frankfurt war. Also dementsprechend aber ich noch so lebendig davon Bilder im Kopf habe und auch davon träume. Und wir haben hier im Grunde einen Virus, der um sich greift, passt natürlich zur aktuellen Lage irgendwie gruselig gut. Und wir eben Geschöpfe haben, die, ich sag jetzt mal, vampirähnlich sind. Und ein Großteil der Menschheit ist im Grunde dahingegangen. Und wir begleiten hier auch verschiedenste Charaktere durch diese Welt, bekommen einen großen, großen Einblick, was aus der Welt geworden ist, und begleiten eben auch im Grunde das Mädchen, was wir hier vorne drauf sehen, nämlich Amy, durch diese Welt. Und Justin Cronin hat was Episches erschaffen, was Großes, was Gigantisches, was Spannendes und auch wirklich einfach durch diesen Erzählstil, also wirklich was Fantastisches. Und es ist so im Grunde irgendwie eine Mischung zwischen Fantasy und Science Fiction, und ich würde diese Reihe definitiv jedem ans Herz legen. Frage Nummer 2. Das Alpaka ist ein erfolgreicher Influencer. Welches Buch hast du dir zuletzt auf Empfehlung eines Bookfluencers gekauft? Bei dieser Frage fallen mir natürlich auch einige Bücher ein, auch die besonders in den letzten Wochen bei mir eingezogen sind. Aber ich glaube, ein Buch, was ich sehr häufig gesehen habe und was sowohl auf Instagram mir sehr häufig so im Grunde empfohlen wurde, aber auch natürlich hier auf BookTube, war definitiv Let's Go Himalaya von Katja Linke. Das haben einige Booktuber empfohlen, und ich habe es, glaube ich, dann tatsächlich auf die Wunschliste gepackt, als die liebe Claudia davon geschwärmt hat in einem Blog, beziehungsweise auch ihre Gedanken, durchaus auch das ein oder andere, was ihr vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat, erzählt hatte. Ich packe auch Claudias Kanal mal unten in die Infobox. Und das ist ein Buch, hier geht im Grunde eine Ärztin mit ihrer Tochter, nach Tibet. Und es ist ja ein erzählerisches Sachbuch, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und das habe ich dann, glaube ich, bei Tauschticket ertauscht und freue mich da wirklich sehr drauf. Es ist, glaube ich, sogar ein Leseexemplar, wenn ich mich nicht täusche, was mich jetzt aber persönlich ja nicht stört. Aber man sieht, glaube ich, dass das einfach nur einmal gelesen wurde und gut ist. Und ich mag im Grunde so Reiseabenteuer, Erzählungen. Ich finde es hier spannend, dass wir ein junges Kind dabei haben und eben in eine Region gehen, die nicht einfach mal so um die Ecke liegt. Und ich freue mich sehr, dieses Buch jetzt demnächst zu entdecken. Und danke da auf jeden Fall fürs Anfixen auf den vielen Kanälen. Frage Nummer 3. Die Biene.
die ja leider in der ersten Folge schon ausgeschieden ist. Die Biene sorgt sich um nachhaltigen Umweltschutz. Das sollten wir übrigens auch tun, aber liebe Steffi, das brauche ich dir nicht sagen. Denn ohne Bienen kein Leben. Auf welche Autorin und auf welchen Autor in deinem Bücherregal möchtest du auf gar keinen Fall verzichten? Diese Antworten sind mir tatsächlich gar nicht so schwer gefallen. Wenn ich an eine Autorin denke, die mit ganz vielen Büchern in meinem Regal vertreten ist, und da gehören tatsächlich zwei Autorinnen dazu, aber ich glaube, die eine schlägt sie dann doch um ein oder zwei Bücher. Zum einen ist es definitiv die liebe Jackie Fellgut. Hashtag Folge deinem Herzen war das erste Buch, was ich von ihr entdeckt habe, zu deren Erscheinung wir im Grunde auch irgendwie den Kontakt gefunden haben und wir mittlerweile ja auch einen sehr regelmäßigen privaten Austausch haben und ja, unsere Beziehung im Grunde darüber hinausgeht, einfach nur Leser und Autorin zu sein, sondern uns wirklich eine wunderbare Freundschaft verbindet. Und mittlerweile sind es, glaube ich, 12 oder 13 Bücher, die in echt in meinem Regal stehen, aber ich habe natürlich viel, viel mehr dann auch als E-Book von ihr gelesen und besonders großartig fand ich ihr 12 Bücher in 12 Monaten Aktion. Das ist wirklich der Hammer. Wenn ihr euch das anschaut, da hat sie wirklich jeden Monat ein Buch veröffentlicht und wer schon nur eins jemals irgendwie veröffentlicht hat, weiß, was da dranhängt. Und natürlich sind es keine Wälzer, keine 1000 Seiten Bücher, sondern ich würde immer sagen, irgendwas zwischen ja, 200 und 300 Seiten, was ich aber auch schon mega finde, weil auch das muss natürlich korrekturiert, lektoriert werden, überarbeitet werden. Es braucht ein Cover, es muss erscheinen und es ist wirklich der Wahnsinn. Und ja, ich freue mich jetzt auf ihr neues Buch, was sie jetzt hier aktuell am Schreiben ist. Aber ohne Jackie in meinem Regal würde definitiv etwas fehlen. Und was die Autorenseite angeht, ich glaube, da ist der Autor mit den meistvertretenen Büchern. Ja, ich habe ihn auch als Funko hier. Definitiv Stephen King. Also selbst ich hier, die ja nur die Subbücher da habe, das ist schon, sind glaube ich jetzt 4 oder 5 Bücher. Aber unten das Regal bei meiner Mama, wo ja im Grunde wir unsere komplette Sammlung haben, das übersteigt gefühlt ja, jeden anderen Autoren, jedes andere Genre gefühlt. Und ja, der kleine Mann durfte sozusagen hier auch schon bei mir einziehen. Und Stephen King begleitet mich einfach schon seit über 20 Jahren. Mal mehr, mal weniger. Es gibt Zeiten, da lese ich mehr Bücher mal von ihm. Es gibt aber auch einfach mal Monate, da fällt mir gar kein Buch von ihm in die Hand. Und dieses Jahr, glaube ich, war ein recht erfolgreiches King-Buch. King-Jahr, so rum. Und ja, er schreibt im Grunde auch alles. Von Fantasy über Horror, über Grusel, über Spannung, über Lebensgeschichten, ist immer sehr ausschweifend, hat wunderbare Charaktere, die er zeichnet, die tiefgründig sind und die eine Entwicklung vorangehen. Und es gibt so unterschiedliche Geschichten von ihm. Es gibt im Grunde ja auch Science-Fiction, wenn man an Under the Dome denkt, an Der Anschlag, wenn man da dann an Zeitreisen denkt und so weiter. Und ja, also er kann im Grunde alles, was ich glaube ich nicht von ihm lesen würde, wären erotische Romane. Das fände ich glaube ich sehr abstrus und sehr merkwürdig. Wobei Liebesgeschichten kann er ja im Grunde auch. Und da gibt es so ein, zwei Bücher, wo man definitiv ganz viel Liebe spürt und Freundschaften. Das ist definitiv was, was King auch kann. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich ihn in meinem ja, Regalen habe. Und also nicht nur ihn als Funko, sondern natürlich seine Bücher und ja, er mein Leben dadurch bereichert. Frage Nummer 4. Das Alien ist auf einem Schrottplatz gelandet. Welches Buch hat dich denn zuletzt in eine ganz andere, in eine unbekannte Welt entführt? Ja, zuletzt entführt. Also es gibt natürlich schon einige Bücher, die mich immer wieder in neue Welten entführen, aber ich glaube, eine Reihe, die mich von Grund auf jetzt hineingesogen hat und mich auch im Grunde irgendwie, ja, jetzt mit dem Ende so ausgespuckt hat und ich jetzt erstmal das überwinden muss, ist definitiv von J. Christoph die Nevernight-Reihe. Das ist wirklich High Fantasy, wie ich sie liebe, wie grandios sie erzählt werden kann, wie episch, wie weit gefächert, wie tiefgründig und einfach spannungsgeladen mit Ideen, die ich innovativ finde, die ich toll finde und einem Ende, das mich jetzt wirklich zutiefst erschüttert sozusagen zurückgelassen hat und ja, mich tatsächlich irgendwie ausgespuckt hat. Natürlich gibt es viele Welten, die mich geprägt haben, die mich verändert haben, besonders auch, wenn es in die Science-Fiction-Richtungen geht, aber mein Herz gehört einfach der High Fantasy und so. Ja, ist es definitiv auch Nevernight, die mich jetzt ja ganz aktuell die letzten 3 Monate begleitet hat, entführt hat in eine Welt, in der ja, es Dunkelinnen gibt, die ja, Schattentiere haben, die Angst fressen und sich aus dem Schatten nähern und einer Protagonistin, die einem wahrscheinlich gar nicht ans Herz wachsen sollte, denn sie ist schon so ein richtiger Badass-Charakter, aber die so stark und tapfer und toll ist und doch irgendwie das Herz am rechten Fleck hat und so, dass man dann doch
ja, gar nicht anders kann, als sie zu mögen. Und ja, großartige Reihe, großartige Erzählung und ja, einfach eine Welt, die mich absolut entführt und begeistert hat. Frage Nummer 5. Der größte Traum des Nilpferds, das uns übrigens in der ersten Folge ziemlich überrascht hat, ist es, als Ballerina auf einer großen Bühne zu stehen. Welche Protagonistin oder welcher Protagonist hat ebenfalls einen großen Traum und oder wächst über sich hinaus? Bei der Frage muss ich ehrlich gestehen, das fiel mir tatsächlich gar nicht so einfach. Natürlich gibt es viele Abenteurer, die eine Reise beginnen und dort etwas erleben wollen. Es gibt auch in der Fiktion natürlich immer Protagonisten, die einen großen Traum haben. Tatsächlich relativ schnell, nachdem ich dachte, was könnte ich hier nehmen, ist mir aber ein Buch eingefallen von Dion Leonard. Und ich halte es einfach schon mal in die Kamera, mit Gobi durch die Wüste. Dion Leonard startet irgendwann eine Laufkarriere. Er beginnt mit dem Joggen, mit dem Laufen, mit Marathons, um eben irgendwann mal die Wüste Gobi zu durchlaufen, was ich schon total positiv crazy finde, das muss ich wirklich sagen. Und er trifft in dieser Wüste auf diese Hündin, die er dann eben auch Gobi nennt, die ihn einen ganzen weiten Weg begleitet. Und er irgendwann eben sagt, ich kann ohne die Hündin gar nicht sein. Und sein Traum dann eben nicht nur ist, dass er durch die Wüste Gobi läuft. Nein, das ist irgendwann tatsächlich dann eher so hintergründig. Aber diesen Hund zu sich nach England zu holen. Und dass das schwieriger ist, als man so annimmt und denkt, erfahren wir in diesem Buch. Und mich berührt dieses Buch immer wieder, wenn ich es auch in die Hand nehme, wenn ich einzelne Passagen darin mir ansehe. Ich bin ein großer Tierfreund und was mich hier fasziniert hat, ist, wie Dion Leonard es schafft, mir das Laufen näher zu bringen. Obwohl ich überhaupt kein Jogger bin und auch diesen Sinn tatsächlich dahinter gar nicht verstehe. Ja, ich gehe spazieren, ich gehe wandern, aber Joggen wäre nicht meins. Und die Vorstellung, 42 Kilometer zu laufen, also das würde mir gerade im Traum nicht einfallen. Aber wie er das schafft, diese Begeisterung zu transportieren und eben auch das Ziel, erstmal zu sagen, wir laufen jetzt gemeinsam durch die Wüste Gobi, und dann verlagert sich sein Ziel und sein Traum, das fand ich einfach großartig erzählt. Also ein ganz, ganz tolles Buch, was ich immer wieder auch empfehlen kann und ich wirklich großartig finde, nicht nur für Tierfreunde, sondern eben auch einfach, wenn man mal zeigen möchte, wie sich Träume, Prioritäten auch ein bisschen verändern können, verschieben können und trotzdem ganz viel Dynamik dahinter hängt. Und großartiges Buch, was mich immer noch sehr berührt. Frage Nummer 6, das ist genau die richtige Frage für uns, gell Steffi? Katzen sind süß, das wissen wir alle. So auch unsere Modedesigner-Katze. Doch ich bin mir sicher, dass sie auch ihre Krallen ausfahren kann. Welches Buch kommt hübsch oder unscheinbar daher, erzählt aber eine Geschichte, hinter der mehr steckt, als es der äußere Schein vermuten lässt? Ja, bei der Frage sind mir tatsächlich 2-3 Bücher direkt eingefallen und ich habe mich dann aber für einen Autor entschieden, der mich nicht nur im letzten Jahr begeistert hat, sondern auch schon in diesem Jahr. Und zwar ist es John Mars mit The One. Das Buch kommt ganz unscheinbar, im Grunde im unschuldigen Weiß daher, hat einen pinken Buchschnitt, was ich grandios finde. Und wir finden vorne drauf einen Fingerabdruck, der ist in pink und ich weiß nicht, ob es die Kamera so ein bisschen einfängt, also man sieht auch den Titel nur so erhabend im Grunde heraustreten. Und wer jetzt hier irgendwie einen lockeren, leichten Liebesroman erwartet, weil es dreht sich ja alles um The One und um den perfekten Match, oder der erwartet, dass es hier irgendwie was Leichtes, Seichtes, der täuscht sich wirklich gewaltig. Denn The One ist eine düstere Science-Fiction-Vorstellung, wie es irgendwann vielleicht mal möglich sein könnte, dass wir über die DNA erfahren, wer unser perfekter Partner, wer der perfekte Match ist. Und dass das aber alles, vielleicht alles gar nicht so rosig ist, wie es der Buchschnitt irgendwie erwarten lässt. Ein Buch, das man wirklich vielleicht so sieht und sich denkt, ein weißes Buch, okay. Und wenn man es aber dann aufschlägt und darin versinkt und es ist dann zwar als Roman betitelt, es ist aber ein sehr spannungsgeladener Roman. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Thriller ist, aber es hat definitiv sehr viele Spannungsmomente. Es hat verschiedene Perspektiven, was sich auch als Hörbuch super eignet, hat mir da nämlich auch sehr, sehr gut gefallen. Und mich hat John Mars total gepackt, gefesselt. Und es wird definitiv noch weitere Bücher von ihm geben, die ich lesen werde. Unter anderem in diesem Jahr The Passengers, das was uns ja auch sehr begeistert hat. Und ein unscheinbares Buch, was im Grunde hier in Weiß daherkommt mit ein wenig Pink, was es aber absolut in sich hat. Frage Nummer 7.
Der Hummer strahlt in leuchtendem Rot und trägt dabei Scheren und Hut. Man findet ihn tanzend mit Seesternchen bei Partys auf seiner Yacht. Welches Buch sorgt mit Partystimmung und lachenden Charakteren für eine gute, ausgelassene Stimmung? Um diese Frage, ja, habe ich tatsächlich tagelang umher gestreift in meinem Bücherregal. Ich habe meine E-Books durchgesehen und muss wirklich sagen, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, ein Buch zu finden, in dem es um Partystimmung geht. Ich habe sowas nur sehr, sehr wenig. Doch dann bin ich über ein Buch von Paige Thune gestolpert, nämlich Du bist mein Stern. Und da dachte ich, ja, da haben wir definitiv dieses typische kalifornische, ich glaube, es spielte in Kalifornien, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Feeling, was nach Party schreit, denn wir haben hier einen Rockstar, nämlich Johnny Jefferson, und der ein heißes Leben führt mit Yachten und Partys und Stars und Frauen und ja, eine neue Assistentin hat, die uns im Grunde die Geschichte erzählt, wenn man so möchte, und die auch erstmal sich in dieses Party-Feeling hineinfand ist, und es ist locker und leicht und hat natürlich dann auch schon so ein bisschen den Umschwung. Allerdings gibt es dann von Paige Thune noch eine Trilogie rund um die Tochter von Johnny Jefferson, und das ist dann zwar eher so ins Jugendbuch gelagerte, aber auch da haben wir ganz, ganz viel Partystimmung und ja, wie eben ganz normales Mädel auf einmal in dieses Rockstar-Leben kommt, in diese wilden Partys und falsche Freunde und ja, das ist einfach großartig und ja, ich glaube tatsächlich, dass das das Buch ist, was ich einfach so ein bisschen mit Party in Erinnerung bringe und ja, sonst ich mir sehr schwer tue, in meinem Regal irgendwas mit Party und lockerer Stimmung und irgendwie zu finden. Von daher, ja, Du bist mein Stern von Paige Thune. Ich hätte gefühlt auch direkt Lust, das einfach nochmal zu lesen. Frage Nummer 8, und da kommen wir zu deinem Lieblingscharakter, Steffi. Wer Museen mag, kann sich bei der Anubis und seinen Pop-Art-Ausstellungen gerne etwas genauer umsehen. Welches Buch zeigt dir historische Momente in einem spannenden und gar nicht langweiligen Setting? Anubis führt uns in die Welt Ägyptens und ja, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass das ja meine zweite Heimat sozusagen ist, meine Herzensheimat, wenn es um irgendeinen Ort auf dieser Welt geht, in das ich schon 8 oder 9 Mal gereist bin und was mir in diesem Jahr auch besonders fehlt. Und ich habe jetzt historisch betrachtet einige historische Bücher, die mich begeistert haben, aber um vielleicht dem Anubis auch ein bisschen gerecht zu werden, habe ich mich für einen historischen Roman von Julia Drosten entschieden, und zwar Die schwarze Taube von Siva. Ich habe das Buch auch als echtes Buch hier, möchte euch aber das neue Cover einfach einblenden, damit es euch nicht zu extrem verwirrt. Denn das Buch hat irgendwann ein neues Cover bekommen, das ich auch sehr gelungen, sehr schön finde und was, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen der Geschichte ein bisschen näher kommt. Und ich mag die Bücher von Julia und Horst Drosten super gerne, besonders die Mischung aus historischen, und wir gehen irgendwo in der Welt umher. Wir waren ja auch schon in Indien und in Marokko, und ich glaube, das letzte historische Buch spielte dann in Österreich, wenn ich mich nicht täusche. Aber hier sind wir in Ägypten und wir sind um 1888 und wir befinden uns sowohl in London als auch in Ägypten. Und wir sind eben gerade dabei, ja, als im Grunde so ein bisschen diese ganzen Ausgrabungen mit stattfinden, und es sind da unter anderem dann auch mal auf dem Bazar in Kairo, und ich habe förmlich diesen Bazar gerochen und vor mir gesehen. Das war so toll beschrieben. Ja, und das können für mich Julia und Horst Drosten ja wirklich ganz, ganz gut. Richtig toll, wie die dieses historische einflechten und eben auch das Land und daraus eine wunderbare Geschichte schreiben, und ja, kann ich absolut nur empfehlen, wer historische Bücher mag und wer auch einfach mal ins alte Ägypten sozusagen zurück möchte oder ins frühere Ägypten ja theoretisch, der ist hier auf jeden Fall absolut richtig. Frage Nummer 9. Der Frosch sorgt im Clubhotel für tolle Stunden und animiert zum Mitmachen. Welches Buch brachte dich schon mal zu einem neuen Thema, bei dem du nach der Lektüre noch weitere Bücher gelesen oder im Internet recherchiert hast? Auch hier gibt es so 2, 3 Bücher, die mich in den letzten Jahren dazu brachten, mich weiter damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, ein Buch, was mich dann auch so ein bisschen noch mehr zu den Reisebüchern auch tatsächlich gebracht hat, ist Terror von Dan Simmons. Und hier geht es ja nicht um menschlichen Terror, sondern es geht im Grunde um das Schiff Terror, das, ich weiß gar nicht mehr, wo die jetzt genau hin wollten. Ach, die Nordwestpassage war es genau. Und über den Pazifik. Und ja, diese beiden Schiffe, also die Terror und die Erebus, gab es tatsächlich. Irgendwann hat man die auch gefunden.
viele Jahre im Grunde später. Und Dan Simmons schafft hier wieder die Mischung aus historischen Fakten und was könnte sein. Denn wir wissen eben nicht, was mit der Besatzung, der Terror und der Erebus passiert ist. Und Dan Simmons schafft hier eine Geschichte, die großartig war, die wunderbarst erzählt war, die keine Längen hatte, die wirklich ganz viel Charakterbuilding, Worldbuilding hat, die uns diese Kälte so unglaublich nahe bringt und ich wirklich irre fand. Und danach habe ich eben zu einigen Dokumentationen, Sachbüchern, zu eben solchen Expeditionen mir angelesen, angesehen und bin dann natürlich auch durch die anderen Bücher, also das war mein erster Dan Simmons, eben auch noch auf andere Themen gekommen, unter anderem der Berg, der dann eben auch um die Mount Everest-Besteigung geht. Und so bin ich dann auch irgendwie in einem Sumpf dieser ganzen Reisebücher gelandet, die eben in der heutigen Zeit so ein bisschen ein Abenteuer haben und ich das eben auch sehr großartig finde. Und wenn man sich wirklich ein bisschen einliest in die Terror und die Erebus, das ist wirklich unglaublich, was da irgendwie gefordert wurde unter schlimmsten Bedingungen, wenn man eigentlich so möchte. Und ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir sind, 1845. Und ich hätte tatsächlich auch irgendwann mal demnächst wieder Lust, das Buch nochmal zu lesen. Aber es ist halt schon ein Klopper, ne? Also da müsste man vielleicht sogar einfach mal zum Hörbuch greifen. Mal sehen. Aber kann ich auch nur empfehlen und war definitiv ein Buch, was mich weiterführend bis heute irgendwie begleitet, weil die Reiseabenteuer und diese Lust darauf immer noch in mir steckt. Und wir kommen schon zur letzten Frage, liebe Steffi. Frage Nummer 10. Bei Das Skelett muss man zwar erst einmal an den Tod denken, aber auf Partys ist es dennoch gerne unterwegs. Welches Buch zeigt uns unsterbliche Charaktere und wie ein Leben mit der Ewigkeit aussehen könnte? Ja, die liebe Unsterblichkeit. Hier habe ich für einen Moment an Size gedacht, weil man hier natürlich eine Welt hat, in der es nur Unsterbliche gibt. Aber ich wollte eigentlich anhand des Skeletts auch etwas ganz Klassisches aus der Unsterblichkeit nehmen, nämlich einem Vampir. Und mein, ich glaube, meistgelesener und absoluter Lieblingsvampirroman ist einfach Interview mit einem Vampir von Anne Rice. Überhaupt die ganze Reihe von Anne Rice um die Vampire finde ich großartig erzählt und Interview mit einem Vampir ist einfach somit ein bisschen der erste gewesen, einer der ersten Vampirromane und der mich aber auch am nachhaltigsten geprägt hat und der meine Liebe zu den Vampiren einfach auch geschaffen hat. Und da musste noch keiner glitzern, keiner brauchte einen Ring, um durch Sonnenlicht zu laufen. Nein, hier hat man sich noch klassisch tagsüber in einen Sarg verschanzt und hat die Ewigkeit entweder geliebt oder verflucht. Und ein wunderbares Buch, das ich wirklich jedem empfehlen möchte, der mal einen ganz klassischen Vampirroman lesen möchte. Und das ist auch gar nicht dick. Und ich kann hier auch absolut natürlich die Verfilmung mit Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, einer jungen Kirsten Dunst empfehlen, die ich wirklich großartig fand. Christian Slater spielt da übrigens auch mit, der führt das Interview. Also kann ich auch absolut empfehlen. Es ist wunderbarste, düsteres Vampirgeschehen, aber eben auch mit so einer Hauch Melancholik, die eben Louis es im Grunde in sich trägt. Und kann ich einfach nur absolut empfehlen. Liebe Steffi, auch wenn ich heute so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Lichtverhältnissen hatte, es ist zwar wunderschön, dass die Sonne hier so reinscheint, aber zum Drehen ist es ein bisschen problematisch. Trotzdem hatte ich super viel Spaß und ich fand es so schön, mir mit dir gemeinsam Gedanken um die einzelnen Charaktere zu machen. Es macht so viel Spaß, mit dir gemeinsam die Sendung anzuschauen und ich freue mich schon auf unser TV-Date heute Abend um 20.15 Uhr. Jetzt aber nochmal ganz viele liebe Grüße an dich und an deine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und schwupps, so schon sind die 10 Bücher der Fragen gezeigt. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem Tag. Ihr findet natürlich das Video und den Kanal der lieben Anka auch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich packe auch alle Bücher hinein, über die ich jetzt irgendwie gesprochen habe. Und wenn ihr da noch Infos wollt, klickt da einfach mal auf den Links. Und ich würde mich da auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn ihr vielleicht Lust habt, die Fragen zu beantworten. Getaggt sind die Mädels vom Hörgenuss. Wenn ihr vielleicht auch als Zuschauer einfach Lust habt, dann schreibt gerne eure Antworten auch unten in die Kommentare. Lasst uns da ein bisschen in den Austausch kommen, auch wie ihr vielleicht meine Antworten findet. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt freuen wir uns gemeinsam einfach auf die diesjährige oder die halb diesjährige Staffel, die dritte Staffel von The Masked Singer. Ich danke der lieben Anka für die Fragen und auch für den tollen Austausch, den wir während der Sendung und auch weiteren Sendungen haben werden. Ich danke euch jetzt allen fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.